Mein Name ist Christoph. Ich bin Landesvorstand beim Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg e.V. Was ist Lambda e.V.? Lambda ist der derzeit einzige Jugendverband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter und queere Jugendliche bis 27 Jahre im Land Berlin-Brandenburg. Welche Projekte habt ihr vor Ort? Wir haben sozusagen klassische Jugendarbeit für schwule, lesbische, bisexuelle, trans, inter, queere Jugendliche, bieten aber auch Projektarbeit an, wie zum Beispiel Aufklärungsarbeit und Beratungsarbeit und bieten vor allem einen gewissen Schutzraum für Jugendliche. Welche Beratungen bietet ihr an? Wir beraten zu Coming-out-Prozessen, zu Transitionsprozessen, bieten vor allem aber auch eine langfristige Begleitung an, weil es nicht so ist, dass man nach anderthalb Stunden ein klärendes Gespräch hat und dann die Jugendlichen wieder alleine lassen kann bzw. sollte, sondern häufig ist es tatsächlich ein langwieriger Prozess, der sich aber auch einfach lohnt. Welche Menschen engagieren sich bei Lambda? Lambda ist vor allem ein Jugendnetzwerk und das ist das Schöne an Lambda, dass das Jugendliche für Jugendliche machen. Das bedeutet, wir sind vor allem ein Verein, der auf Ehrenamtsarbeit setzt und viel Wert auch auf Ehrenamtsarbeit legt. Wir versuchen Jugendliche, die andere Jugendlichen beraten, dementsprechend zu empowern. Das bedeutet, sie zu stärken, ihnen die Kraft zu geben, die sie letztendlich brauchen, um nicht irgendwie von uns auf die Straße geschubst zu werden und gesagt zu bekommen, so sieht's aus, sondern dass Jugendliche sich selbst die Gedanken machen, was brauche ich eigentlich, was hilft mir. Welche Arbeit übernehmen die hauptamtlichen Mitarbeiter? Diese Hauptamtlichen sind hauptsächlich dafür zuständig, Koordinationsaufgaben zu übernehmen, aber eben auch Gruppen zu leiten, beispielsweise Projekte wie das In- und Out-Beratungsprojekt oder das Projekt Queer at School. Was gefällt dir ganz persönlich an Lambda? Dass Jugendliche die Möglichkeit bekommen, einfach auch anderen Jugendlichen wieder Stärke zu geben und etwas zurückzugeben. Wo kann man euch in Berlin besuchen? Am 4. April 2014 wurde in der Sonnenburger Straße 69 das erste queere Jugendhaus von ganz Berlin eröffnet. Das Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg e.V. hat dort endlich große Räumlichkeiten gefunden, um die queere Jugendarbeit tatsächlich auch anbieten zu können.